Vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Patch, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt Nase. Bestimmt. Toby liebt Nasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben wir es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Es kommt wieder Musik. Da kann man wieder ein bisschen zuhören oder nicht. Muss man nicht. Und, oh, hier ist wieder was. Da hinten. Ja, ich sag ja, man sollte immer darauf achten, was man, dass man die Dinger hier, sie findet. Oh, eine... Ja, aber die will ich noch nicht nehmen. Die brauche ich noch nicht. Später. Der Sound im Hintergrund, sau cool. Aber wir gehen einfach den Weg lang. Und ich möchte jetzt zur Tankstelle. Und da liegt wieder ein Skript. Mal gucken. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten. Also genauso, wie wir es eigentlich jetzt wirklich tun. Oh, da hinten ist ja schon fast. Wir sind fast da. Naja, noch. Auf jeden Fall haben wir ja... Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Wir haben ja da hinten angefangen. Und sind jetzt hier. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Der Monster-Dog kommt gleich danach. Der Star-Dog ist der Drittbeste. Noch rechtzeitig geschafft. Das habe ich, glaube ich, früher noch nicht wirklich geschafft. So schnell. Weil wenn ich rumlaufe, dann kommen sie nämlich gleich auf mich zugeprescht. Und kann mich nicht gleich hier retten, sondern musste richtig stark kämpfen. Noch gut ausgewichen. Boah. Ist nämlich noch einer, ja. Boah. Ey, ich wollte doch ausweichen. Bin ich etwa falsch gelaufen? Anscheinend bin ich falsch gelaufen. Ah, Mist. Bis hierhin konnte ich mich gut retten. Alles klar. Anscheinend waren wirklich nur da die böse Stelle. Aber hier ist noch ein Skript. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht.
Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Mhm. Da bin ich mal gespannt, was uns da erwartet, wenn wir an der Tankstelle angekommen sind. Ich meine, wenn da schon ein Skript drin steht. Das ist schon sehr seltsam. Licht, unsere Rettung. Batterien haben wir genug? Okay. Was ist denn? Was gibt's hier? Oh. Da war wieder eins dieser komischen. Da. Das ist sehr wichtig. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Waffen, falls ich was kriege. Ja, oh, das ist sehr gut. Jetzt habe ich sogar drei Leuchtpatronen. Ich will ein bisschen schneller, damit wir auch ein bisschen schneller. Wow. Okay. Verstehe, verstehe. Dreh mich schon mal um. Was ist mit dir? Drei Stück auf einem Streich. Ich wundere mich, dass es auch mal so schnell geht mit den Energiedingern. Also, dass die Energie so schnell runtergerissen wird. Nein, ich spring. Ja, das sollst du. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Tja, das weißt du aber nicht. Ich gehe einfach mal hier rein. Bestimmt gibt's hier was Interessantes. Schrotflinte, nee. Sogar mehr Munition, sehr gut. Nein, das mache ich noch nicht, aber das könnte ich machen. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Grenzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night Springs. Heute Abend. Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagte er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen
kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. In